Und wir stehen ja vor allem ein Bild, das viel früher, das war 2008, entstanden ist, wo wir also sehr deutlich erkennbar eine Tiefenwirkung haben, die geradezu architektonisch ist. Denn darum geht es ja auch. Es geht um das Motiv Tiepolo, ich habe es vorhin schon erwähnt, und um die Farben Tiepolo und um die Schaffung einer Illusion, einer Raumtiefe und einer Raumillusion. Gell? Und das ist offensichtlich Anspielung auf ein Deckenbild. Das Tiepolo hat ja auch Tafelbilder gemalt und wunderbare Altarbilder, aber das kann es nicht sein. Also es ist eindeutig ein Deckenbild, was man auch an der Decke aufhängen könnte, aber was auch so sehr wunderbar wirkt. Und da ist die Kraft der einzelnen Farbelemente, die von allen vier Seiten hereinkommen, wie sich bei berühmten Tiepolo-Bild über ein Treppenhaus von Würzburg, über jede der vier Wände ist einer der vier damals bekannten Erdteile. Und so kann man sagen, dass auch vier Erdteile, die sich da von der Seite reinschieben und vorstellen. Und jeder ist wieder anders und hat seinen Charakter. Und dahinter diese Atmosphäre, das atmosphärische Blau, da kommt eine Tiefe zustande, die einfach wunderbar ist, die auch bei vielen barocken Deckenbildern angestrebt ist. Da sieht man nicht den Himmel, sondern man sieht den Himmel drüber, also den christlichen Himmel mit vielen Engeln und so weiter. Aber das haben wir hier nicht nötig. Also das ist ein Bild, das kann man sehr gut mit gutem Selbstbewusstsein mit Tiepolo in Verbindung bringen. Es ist aber auch als Malerei völlig überzeugend so. Und wie ist dein jetziges Verhältnis in dieser zwischen gegenständig und nicht gegenständig? Gibt es da Akzentuierungen oder gehst du eher wieder ins Abstrakte zurück? Oder kann Nein, man sagen? Eigentlich nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich wahnsinnig lange gezeichnet habe. Und die Zeichnung hat sich so von der Gegenstand gelöst. Und das interessiert mich. Und das gilt für die Farbe. Ich möchte, dass die Farbe passt, dass ich wieder was Mischungen herausfinde, die vielleicht ganz verrückt sind, aber doch im Zusammenhang setze, die passen. Mhm. Und das einfach reine Malerei, nur Malerei ohne die Gegenstände. Die Ideen, die habe ich vielleicht zu viele. Gerhard meinte, ich möge ein paar Ideen 20 Mal wiederholen, aber das liegt mir nicht. Ja? Das ist einfach so. Und der Gegenstand ist, es ist manchmal, ich gehe auf der Straße, sehe ein Kind mit schönen Violetten und schaut so herzig und diese Kombination der Farbe einfach bringt mich dazu, das zu wiederholen, ohne an das Baby zu denken. Grauenhaft vielleicht, aber so ist das, weil die Farbigkeit mich interessiert im Zusammenhang. Weil es ist sehr entscheidend, wie groß der Fleck ist. Ein großer violetter Fleck wirkt anders als ein kleiner. Und die Umgebung wirkt einander. Und das sind die Sachen, die mich interessieren. Und das ist ein Meer von Ideen, die auf mich hereinstürzen. Und ich mache mir ein bisschen schwer zu entscheiden. Mhm. Deswegen wähle ich die Themen, deswegen war ich dankbar für den TikTok. Denn hier habe ich selber in meiner Babypause eine Serie ausgedacht. Ich brauchte nur hinzugehen. Die Bilder waren im Kopf. Mhm. Ich schwör. Ich bin nur hingegangen. Das sind Bilder nach diesen Monet, ja. Heuschobern von Monet. Da gibt es eine ganze Serie von. Und sie hat sie jeweils, da ist jeweils das Original, das Vorbild ist da. Und dann die Reaktion, die farbige Reaktion drauf, das hat sie mir gerade eben gezeigt. Das gibt es nur einmal. Aber das war der erste Begegnung mit anderen Künstlern, also im Dialog. Mhm. Das Dialog interessiert. Und da ist natürlich spannend, der Wechsel zwischen den einfach sozusagen ein Motiv, was gar keine Raffinesse bietet, was immer gleich ist, das dann so spannend machen, dass jedes Bild für sich stehen kann. Und mit Farben da zu arbeiten, das kann man ja mal durchgehen. Ja, anscheinend. Ja, das ist.
Ja. Andreas König, stört dich dieses Nebeneinander der zwei Malerinnen? Nein, warum sollte mich das stören? Aber es ist, der Kontrast ist überaus kräftig. Und gewaltig. Und eigentlich gewaltig. Das können die beide aushalten, beide Pole. Aber besonders viel Brücken. Nein, das ist eine traurige Absicht. Ja. Ich glaube, die Karriere von Mandel ist mit dem Thema Ja, natürlich. Das ist in Belgien. Da hat er angefangen, hat auch so wie ich in der Rübe angefangen. Wurde entlassen, fing an zu zeigen. Echt? Ja. Ach, das ist ja interessant. Hätte er ja auch aufgegeben können. Nein, naja. Der war ja hier vorhin da, aber so. Ja, bei Bühnen mit der Zeit. Ja, aber jetzt ist hier. Ja, das hast du gut gearbeitet.